Ja, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist ziellos im Limbus umhergewandert. Dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Denen in mir und denen um mich herum. Ich habe den Mistkerl getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Verlass dich drauf. Gut gemacht. Der Succubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundus das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung. Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also, was tun wir? Cat? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und der steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Cat kann dir dorthin nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz lieber. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. Holter die Polter, jetzt sind wir jetzt hier angekommen. Ja, liebe Leute, willkommen hier zurück bei Devil May Cry. Wundert euch nicht, wenn ihr hier komische Geräusche im Hintergrund hört. Ja, wir haben hier heute hier Full House bei uns, deswegen hoffe ich mal, dass man das leider nicht, dass man das hoffentlich, nicht leider, sondern hoffentlich nicht ganz so schlimm mitbekommt. Und ja, springen jetzt hier erstmal eine Runde rum und hier vorne haben wir jetzt auch ein wunderbares Tor. Das kennen wir schon aus anderen Level. Das müssen wir jetzt mit Eriks hier also ausschalten. Mit unseren beiden Superfäusten. Und BÄM! Huhuhu! Ich würde sagen, Durchschlagskraft 100%. So, habe ich jetzt eigentlich wieder meine normale Knarre? Jetzt. Ah, okay. Ah, nee, ich kann jetzt hier auch nochmal den Sprung machen. Boom! Oh, oh. Ah, nee. Ich dachte, ich muss jetzt hier ganz schnell reagieren. Zum Glück nicht. Und, ja, schwingen wir uns für eine Runde lang. Lalala. So. Bam.
Wow, krasse Scheiße. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Wahrscheinlich mit unserem Lieblingssprung. So, und dann da oben noch raufgezogen. Ja, ist ja wie ein Urlaubstrip hier. Blöde Dämonen. Zu leicht. Ja, ich dachte es mir schon. Okay, komm mal her. Lust auf Prügel und diesmal richtig. So, friss meine Fäuste und voll der Kopfschnussschlag. Scheiß Donny. So, jetzt aber hier. Boom. So, haben wir ja schön eine mitgegeben. Und ich würde sagen, du fällst in die Tiefe, oder? Nee, fällst du nicht. Deswegen kassierst du jetzt auch lieber richtige Schläge. So, ach, da kommt schon der nächste von denen. Aber keine Chance. Denn ich bin einfach zu gut. Für diese Dämonen. So, nein! Genau, deswegen falle ich auch in die Tiefe. Weil ich einfach zu gut bin. So. Okay, das war jetzt lächerlich. Ja, ich bin einfach zu gut, liebe Leute. Müsst ihr wissen, ne? Also mal im Ernst. Ich bin hier der Beste. So. Und auf das Tor. Na, kommt raus hier. Oh, oh, wer kommt da? Okay. Das sieht nach... Was zur Hölle? Ach, zwei von denen. Na, kommt mal her, ihr beiden. Okay. Das kümmert die nicht wirklich. Shit. Dann eben auf die harte Tour. So. Das wollte ich machen, genau. Oh, oh. Ein Red-Kumpel. Okay, gegen Red-Kumpels helfen natürlich auch Red-Waffen. So, aber ich sollte erstmal ihr Schild durchbrechen. So, jetzt gibt es für euch beide einen reingeledert hier. So, erstmal kriegst du hier die Dresche ab. So, du kriegst erstmal einen Schlag ins Gesicht, fällst nach hinten. So, zerlegt. Jetzt bist du dran. Scheiße, da haben wir auch noch erwischt. So, haben wir noch mehr von Andy. Diesmal nur diese kleinen. So, dann würde ich sagen, jetzt einmal eine Runde für dich. Und eine Runde für euch beide. Und der Superschlag. So. Zwei zum Preis von einem, würde ich sagen. Ich denke, ich suche mal schön die Kugeln in den Rücken. So geil, wie ich einfach nur endlose Magazine habe. So. Ach, der Dicke. Mein Lieblingsriesenbaby. Der Tyrannenwerfer. Okay, halte RT und B gedrückt und warte, bis die Waffe vollständig geladen ist. RT? B. Mach ich doch. Wahrscheinlich erst auf... Scheiße, ich sollte aber jetzt ganz schnell mal gucken, dass ich hier ein bisschen... So, hier, Prügel für dich, Kumpel. Ah, scheiße, deswegen heißt es dem bestimmt Tyrannenwerfer. So, nochmal hier ein paar in den Rücken. Schlag in den Rücken kann auch entzücken. Außer wenn man dabei schon mal fast stirbt, so wie ich. Scheiße. Sieht ja echt nicht so gut aus. Habe ich hier in wenigen Sekunden fast mein ganzes Leben verloren. Vor allem teilweise wegen so unnützen, also so unsinnigen Sachen. Naja. Central. Klasse. Irgendwas. Selbst im Limbus gibt's den Knast. Ah. Ein Gefängnis. Gedacht, ins Gefängnis einbrechen würde. Da wird gelacht vor diesem Zimmer hier. Gibt's ja gar nicht. So. Komm ran hier. Auf den Meter. Nein. Oh, scheiße. Gerade jetzt, wo ich eh schon so wenig Leben habe. Das kann hier einfach nur noch besser werden, liebe Leute. So, haben wir da hinten einmal Rot. Rot wie der Tod. Die könnten hier mal so ein bisschen grün geben, dass man sich hier ein bisschen nachladen kann. Naja, aber auch wahrscheinlich zu viel verlangt. Was ist das denn da oben? Aha, da brennt die Mülltonne aber andersrum.
Auch nicht schlecht. Und, wie kommt man da jetzt bitte weiter? Ich wollte gerade sagen, da kommt doch was raus. Da hinten kommen, da hinten ist eine Seele. Und ich könnte sie erreichen. Ich erreiche sie auch. Ah, zum Nahkampfangriffe waren es. Ich bin Bob Bardas, das Assischwein der Nation. Und ich brech bei dir ein, Junge. Okay. Was passiert jetzt? Drücke A, um einen Schub aus den Schubring zu vollführen. Okay. Ach du Schreck. Verdammt. Muss einen Umweg finden. Ja, schon gefunden. Ich verrichte Gottes Werk. Nein, scheiße. Wow. Okay, das ist mal eine coole Idee. Ja, natürlich. Oh, wieder zurückgesprungen. Ja, das war mal cool, oder? Boah, scheiße, die werfen... Ah. So, jetzt kommt der andere dran hier. Zack, zerlegt. Wenn ich nämlich Glück habe, kriege ich hier irgendwo noch mal ein bisschen Grün, um mein Leben aufzufüllen. Wie gesagt, wenn ich Glück habe... Mein Name ist Bob Bardas und ich bin das Assischwein der Nation. Da ist so ein Herzsplitter da drüben. Also entweder sterbe ich bei dem Versuch, ihn zu bekommen, oder ich schaffe es. Okay, ich schaffe es nicht. Ja, die goldene Kugel. Verwenden wir sie eben. Gut. Wo geht's jetzt weiter? Ja, wie kommt man denn da drüben bitte hin? Qualen. Mensch. Klingt ja nicht gerade ungefähr gut. Wie kommt man denn am besten jetzt darüber? Okay. Ja, ich will jetzt eh nicht mein ganzes Leben hier verbrauchen. Das heißt, ich probiere jetzt hier so zwei, drei Sachen aus. Jegliche unerlaubte Gedankenmuster. Ah, schaut mal da drüben. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie man da rankommt. So, jetzt können wir nämlich hier das Ding ranziehen. Genau, und dann können wir hier unsere Superfaust einsetzen. Und schau mal, was wir hier haben. Ja, den großen Lebensstern. Der große Lebensstern, der füllt mich mein Leben einmal voll wieder auf. Das ist super. Ich dachte, das ist so ein Herzsplitter, aber ja. Mit dem großen hier gebe ich mich auch zufrieden. Und zurück, ja, geht's jetzt ganz einfach. Irgendwie so. Ich bin auf dem Fernseher drauf. Du bist Teil einer Herde. Mami, ich bin im Fernsehen. Ja, ich war im Fernsehen. Yeah. So, jetzt gehen wir mal weiter hier im Level. Okay, der Turm. Alles wieder nach Plan. Warum weiß ich, dass das nicht lange so bleiben wird? Was ist das? Komm sofort hier raus. Okay. Habe ich genügend Punkte, um irgendwas zu kaufen? 576. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall nichts kaufen. Super. Nix ist besser als gar nichts. Komme ich da drüben hin, wenn ich hier so ein... Jupp, hier komme ich hin. Was gibt's hier? Ah, schaut mal hier, ein Silberschlüssel. Selbstmord ist nicht möglich. Selbstmordversuche verlängern bloß die Qualen.
Ach, auch nicht schlecht. Selbstmordversuche verlängern die Qualen. Da habt ihr es gehört. Deswegen hört auf mit dem blöden Selbstmord. Damit verlängert ihr nur eure Qualen. So,